So, und jetzt noch mal kurz ein kleiner Abriss zum Mealy-Automaten. Ich habe den Graphen von eben mal ein bisschen umgeändert. Und zwar, wir wissen ja vom Mealy-Automaten, dass die Ausgabe immer mit der Eingabe in Verbindung steht. Und deswegen ist jetzt an jedem Pfeil die Ausgabe extra dran geschrieben. Und das ist der Zustandsgraph, der dafür gemacht werden muss. Man muss dann beachten, also die, wenn man den malt, jetzt mal so ein bisschen rezeptmäßig, dass die Zustände alle immer noch eins bleiben. Also es ist immer nur noch ein Zustand in einer Reihe. Und die Folgezustände ändern sich auch nicht. Was man aber beachten muss, ist die Ausgabe. Und zwar muss man jetzt beachten, dass es einmal. Upsala, wir machen mal vom Zustand 1. Hängt ja jetzt die Ausgabe von der Eingabe ab. Und deswegen gibt es hier zwei Spalten. Einmal die Ausgabe, wenn ich eine 0 reintue, dann würde ich eine 1 haben. Das ist diese 1 hier. Und dann nochmal die Ausgabe 0, wenn ich eine 1 reinmachen würde. Und wenn man das jetzt vergleichen will, also wenn man jetzt zum nächsten Schritt übergehen will, dann muss man auch wie vorher gucken, also man muss ja trotzdem die Gleichungen hier erfüllen. Das heißt, das Ergebnis, die Ausgabe muss in beiden Fällen dasselbe sein. Das heißt, man darf jetzt nicht immer nur eins vergleichen, sondern man muss diese beiden vergleichen. Man muss also gucken, sind diese beiden irgendwo hier gleich? Und dann stellt man fest, nee, ist ja gar nicht. Dann guckt man, sind diese beiden irgendwo noch hier? Ist ja gar nicht. Und diese nächsten beiden und diese nächsten beiden. Und dann stellt man fest, dass keine der Zustände die gleichen Ausgaben hat. Das heißt, die Gleichung hier oben ist schon von vornherein gar nicht erfüllt in diesem Zustandsgraph. Das bedeutet auf der anderen Seite auch, dass ein Mealy-Automat eher weniger zu minimieren ist. Aber auf jeden Fall natürlich bei den entsprechenden Uni-Aufgaben auch minimierbar. Das nur am Rande. Und damit war es auch schon. Damit war es auch schon mit meinen ganzen Videos hier. Vielen Dank fürs Gucken.